So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Super Mystery Dungeon. Oh yeah, im letzten Part haben wir Caradonis getroffen. Das ist ganz schnell wieder weg hier. Wir wollen in die Blätter... ins Blätterplateau, genau sie. Da haben wir nämlich zwei Aufträge. Eins auf Ebene 3, eins auf Ebene 4. Sollte machbar sein. Wir nehmen die hochmotivierten Pokémon hier einfach mit. Jo, alles klar. Der Auftraggeber Isso ist auch mit von der Partie. So, da muss ich einen kurzen Schnitt machen. Wir sind jetzt wieder jedenfalls hier in dem Dungeon, beziehungsweise in der... Nein, was heißt wieder? Ich glaube, wir waren ja noch nie. Oder Blätterplateau, sagt mir gerade nichts. Vielleicht waren wir auch schon mal, keine Ahnung. Ich greife jetzt einfach das Lux dran und ich mache einfach keinen Schaden. Vielleicht laufe ich doch lieber als... Oh, shit, die sind... vom Level scheinbar relativ hoch, weil ich kaum Schaden mache. Und das Filinara ist einfach mal über Level 30. Vielleicht war es doch nicht so clever, hier einfach reinzurennen. Beziehungsweise mit dem motivierten Team jedenfalls. Wobei die bringen jetzt gar nicht so viel Erfahrung. Warte, ah, warte, halt. Ich sehe direkt schon wieder die Stürme zum Geld. Das war jetzt zwar gar nicht schlecht, weil da keine Gefahr in der Nähe war. Aber, liebe Leute. Dumm, man kennt's ja, ne? Ganz spontan sind sie dann einfach mal wieder... Oh, am Arsch der Welt und werden von irgendwelchen random Encountern weggeknüppelt, was wir gerade so gar nicht gebrauchen können. Was macht das schon? Alter Schwede, der macht mir aber auch viel Schaden. Ich habe echt das Gefühl, ich sollte hier nicht sein, irgendwie. Keine Ahnung. Wie viel Erfahrung war da über 30? Wir schauen mal. Wir geben unser Bestes. Ein Batzapf, süß. Ein Batzapf. Ich konnte mich gerade nicht bewegen, irgendwie. Lass es einfach schlafen. Guck mal, das war ein neuer Ring. Ein Spezialangriff, Spezialdingens. Ein Spezialangriff Ringel. So hieß es. Okay, Items. Dann legen wir mal das Item an. Für den, der gerade keins trägt. Da. Watti trägt keins. Ich heiße nicht Watti. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, alles okay. Alles gut, Leute. Dann kriegt sie hier erst nochmal eine Säuselstimme ab. Ich denke mal, das mit Rabigato wird dann der nächste Story-Abschnitt sein. Platsch. Also es wird quasi... Ich predikte jetzt mal, das nächste Phase, also das Phase nach Jirachi, ist dann das Rabigato. Deutet gerade für mich alles irgendwie darauf hin. Die bringen aber gar nicht so viele Erfahrungspunkte. Vielleicht habe ich mir nur eingebildet, dass die so stark sind eben. Jedenfalls laufen wir schon die ganze Zeit auf Ebene 1 umher und finden, wie immer... nicht das, wonach wir suchen. Wonach wir suchen, fragt ihr. Unser Ziel zum Beispiel. Aber hier links ist sicher was. Ein Knilz! No, Knilz! Don't make me hurt you! Absorber! Ja, okay, gut. Lange Animation. Aber zum Glück hat es mich nicht eingeschläfert, verwirrt oder sonst was sporen würden. War das allerdings, glaube ich. Oh Gott, ich kann da oben lang. Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon, Leute, ich werde wieder sonst wohin geschickt und muss alles wieder zurücklatschen. Oh, ist da in einem Schlag down. Da habe ich zu schnell noch eine zweite Attacke gewählt. So, wo soll denn jetzt noch was sein, bitte? Hier. Okay, dann ist echt da rechts, Leute. Donnerberg-Syndrom schlägt zurück. Oder hier oben. Oder hier oben? Nein. Nicht hier oben. Nicht hier oben! Oh Gott. Irgendwie habe ich mal Höllen... Was? Die Attacken, die ein Pokémon der Zustand Elektrifizierung einsetzt, nehmen den Typ Elektro an. Das ist aber blöd. Mache ich jetzt gar nicht mal so viel Schaden wie vorher. Klingensturm. Ich will gar nicht wissen. Das macht bestimmt viel Damage, oder? Ja. Mir auf jeden Fall entschieden zu viel, aber egal, ist es trotzdem. Besiegt. Was macht der Radar-Orb nochmal? Zeigt er mir. Irgendwas zeigt er doch an, ne? Würde man schon fast vermuten. Zeigt sich, wo sind alle Gegner auf einer Ebene. Das ist perfekt. Das mache ich nämlich dann gleich direkt für die zweite und dritte Ebene mal an. WhatsApp, es tut mir leid, aber ich muss dich besiegen. Immer noch Elektro? Wobei, ich habe eben oder weil Schaden damit gemacht. Das scheint okay zu sein. Und ich kann wieder nichts tun. Und wieder noch eine Welle. Oh Gott, die Pokémon hier drin, Leute. Der letzte Gang, den ich abgehe. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich muss immer nur, eigentlich muss ich nur nach den hellgrünen Sipalen Ausschau halten, einfach weil die dafür sorgen, dass ich wieder alle Gegner auf der Karte sehen kann. Von der Radar habe ich da jetzt auch schon mal ein paar nützliche Sachen. Watti, hau rein! Boah, das war guter Schaden, Watti.
Wo gehen die hin? Das ist nicht mir nach. Oh, wie viele Gänge sind denn hier noch? Unser Auftraggeber ist gerade AFK. Oh, wo lang? Wieso ist kampfunfähig? Der Auftrag nervt jetzt schon, Leute. Und warum sind die mir nicht gefolgt, obwohl ich sie auf mir nachbestellt habe? Oh Gott. Hi, Tangela, was geht? Lass mich durch. Ich muss den Auftraggeber wiederbeleben. Der sich auch einfach aus dem Staub gemacht hat. Aber ich finde halt einfach die Treppe nicht. Das muss dieser Gang da rechts unten sein. Ich habe, boah, gebt euch das mal, Leute. Ich habe 60 Magen auf der ersten Ebene verbraucht. Mit einem Mini-Belebersamen, bitte. Ja. Muss reichen. Okay. So, bitte. Ich will, oh Gott, die da unten. Wow. Boah, die macht echt dicken Damage. Das gefällt mir. Oh, die da unten prügeln sich. Ich komme einfach nicht vorwärts. Oh, okay, danke schön. Und da ist schon wieder jemand. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Springst du einfach über mich? Springst du einfach über mich, Kollege? Ich glaube nicht. Boah, ist gerade richtig. Gerade richtig schlimm gerade. So. Dann jetzt hier. Und da unten. Ich habe einfach fast meinen gesamten Magen geleert. Auf einer Ebene. Das muss hier sein. Einen anderen Weg gibt es nicht mehr. Alter, sind drei Gegner, Leute. Bei unseren Kumpels gerade. Ja, mit einem Mini-Belebersamen. Holy shit. Okay. Könnt ihr die bitte jetzt einfach platt machen da hinten? Da ist die Treppe. Ach du Schreck, Leute. Ich war. Nö, du bleibst tot. Alter, war das nervig. Gebt euch das mal. Riesenteil. Blätterpatrouille Ebene 2. Schön, dass wir auch mal hier sind. Ich kämpfe mal mit Vati. Das scheint mir ziemlich OP zu sein. Ich benutze mal so einen Radar-Orb. So. Dadadam. Okay, das heißt, jetzt schön jedem Gegner ausweichen. Das Gute ist ja, wir kriegen, haben viele Erfahrungspunkte. Wir mussten sau viel kämpfen. Das heißt, wir haben auch viel Bonus-Erfahrungspunkte bekommen. Holy shit, ey, Vati, kann man das WhatsApp dreht direkt um. Sagt so, oh nö, gegen den will ich, glaube ich, doch nicht kämpfen. Komm mal her. So. Nice. Wir werden verfolgt von dem WhatsApp, Leute. Und ich bin wieder mal in eine Sackgasse gelaufen. WhatsApp wurde besiegt. Einfach so. Wieder eine Sackgasse. Bitte, bitte, bitte lass mich hier nicht wieder den richtigen Weg immer ganz zum Schluss erst finden. Aber wenigstens sehe ich die Gegner. Das ist sehr hilfreich. Kann ich diesen nämlich ausweichen. Ganz gekonnt. Mehr oder weniger gekonnt. Naja, gekonnt ist eben gekonnt, ne? Wer sagt das, Leute? Wer sagt das? Ihr kennt das alle. Oder viele fünf, bestimmt. Sieht aber gerade schon wieder super schlecht aus, Leute. Oh, wo ist denn die Treppe? Ja, das führt mich einfach nur wieder zurück. Gut, dass wir nur auf Ebene 4 gehen. Boah, da sind richtig viele Gegner. Ne, habe ich keinen Bock drauf. Kein Bock auf Gegner. Ist mein Magen jetzt eigentlich wieder gefüllter, weil ich mit Vati steuere? Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Kann ich das irgendwie nachgucken? Ja, ist er tatsächlich. Das hätte ich, glaube ich, bei der Story-Mission auch machen können, wo wir verhungert sind einmal. Bom. Das hätte, glaube ich, sehr geholfen in dem Moment. Wo ist denn die gottverdammte Treppe schon wieder? Oh, Leute, ist das schrecklich. Ich glaube, wir erfinden mal einen neuen Begriff, und zwar das Blätterplateau-Syndrom. Das ist ja noch schlimmer als der Donnerberg. Aber ein Level-Up immerhin. Yay, Level 22 für Felinara. Boah, hat das mit dem Werfen. So. Okay. Und eine Attacke wurde aufgestuft. Tackle war das, glaube ich. Das ist sicher. Kenne ich, was da vor mir steht. Ist auf jeden Fall weg. Femicula ist es. Okay. Einfach mal aufstecken. Kann ja nicht schaden.
Todesmut. Was hat denn der sich da angesteckt? Will ich das wissen? Hi, Vati, na? Ja, Leute, ich glaube, wir werden den ganzen Part hier drin verbringen, wenn das so weitergeht. Eben zwei, schon seit 10 Minuten hier drin. Okay. Da oben muss ich jetzt leider hin, auch wenn da zwei Pokémon schaffen. Oh Gott, das ist das Ziel. Danke. Also, was heißt das Ziel? Die nächste Ebene ist da. Plateau Ebene 3. Auf dieser Ebene befindet sich der Schatz von Morlord. Okay, das heißt, hier müssen wir uns zwangsweise umgucken. Was ist das? Ein Star-Orb. Star-Orb. Habe ich immer wieder gerne. So, und auf der nächsten Ebene müssen wir kämpfen. So war das. Gucken wir mal, dass wir hier den Schatz finden, ohne in irgendwelche Pokémon reinzurennen. Okay, da ist schon mal die nächste Ebene. Das ist super. Aber jetzt müssen wir... Oh, und da ist direkt das Geschenk. Ich glaub's ja gar nicht. Das Knilz, da kann ruhig schlafen. Knilz. Schön. Jetzt muss ich das Isso natürlich nur noch neben das Item stellen, damit ich ihm auch sagen kann, ey, sprich das mal an. Und bing. Hallo, ich will dich da oben hinschieben. Da, bitteschön. Ja, wir sollen gemeinsam gerade... Was? Achso, ich muss... Ah, okay. Morlord war der Auftraggeber davon und Isso ist der Auftraggeber gegen das Pokémon, gegen das wir gleich kämpfen müssen. Das Rasa, okay. Alles klar, Morlord stand da ja auch eben. Schon gut. Die Konnexosphäre leuchtet hell auf, weil wir wollen noch nicht hier raus, Leute. Wir wollen noch nicht hier raus. Wir haben ja noch einen anderen Auftrag, den wir hier machen können. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir das eigentlich auch gleich machen. Ne? Warum eigentlich nicht? Direkt nochmal drei Morabel, Evoli und noch irgendwas. Ja, möchtest du deine Erinnerung verlassen? Nein, möchte ich nicht. Isso, du hast Knilz geweckt. Wie kannst du nur? Jetzt muss ich es töten. Blödi. So. Okay, auf der nächsten Ebene wartet niemand. Das ist keine Rettung möglich. Ja, dann schauen wir doch mal, was der so drauf hat. Razaf war das, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, das war Razaf. Das war Razaf, aber hoffentlich auch nicht wieder mehrere. Du hast Razaf gefunden. Oder hat Razaf mich gefunden? Okay, da stehen wir gut. Der Auftraggeber ist geschützt und wir können hier schön unseren fetten Attacken draufboxen. Wir machen noch guten Schaden. Ja, was schon sagen hier. Wagemut will ich eigentlich nicht sehen hier als Move. Nicht unbedingt. Na, sieht gut aus. Der kriegt viel Schaden. Der kriegt viel Damage, Leute. Sollte kein Problem sein, hoffe ich. Also der macht gleich mega viel Damage. Einfach schon wieder... Okay. Habe ich nicht noch einen Belieber-Samen? Wagemut. Ja, ich habe noch einen Belieber-Samen. Wieso wurde ich nicht wiederbelebt gerade? Ach so. Generell ist keine Wiederbelebung möglich. So war das gemeint. Ja, dann würde ich sagen. Der Star-Orb. Walte deines Amtes. Alter, wie viel der aber aushält, ne? Krasser Dude. Ich benutze mal den Plosivsamen. Ich will das jetzt nicht verkacken hier unnötig, ehrlich gesagt. So. Okay, keine Ahnung, wie viel KP er jetzt noch hat, aber wir haben ihn besiegt auf jeden Fall. Auf jeden Fall besiegt. Gut gemacht. Tut mir leid, ich war so in Rage, da habe ich mich wohl glatt vergessen. Du warst so in Razaf quasi. Razaf, Raserei, daher kommt der Name ja. Ne? Vielen Dank, jetzt ist ziemlich alles wieder, oder von Rasend generell. Okay. Alles wieder im Load. Stell dir mal vor, Razaf hätte wirklich so viel HP wie hier in dem Spiel. Das wäre ja schon ulkig, so ein bisschen. Was war da, Venufibes? 40 Punkte gestiegen. Ich möchte den Dungeon jetzt verlassen. Jetzt möchte ich den Dungeon verlassen. Wunderbar. Das Team hat den Dungeon verlassen. Der Dungeon-Blätterplateau wurde vom Filinara mit Bravour gemeistert. Das ist offenbar Lohn erhalten. Hier den Kangama-Kaffee abholen. Okay, das machen wir. Das machen wir, Leute. Lohn abholen. Aber jetzt hoffe ich erstmal, dass es in der Geschichte weitergeht, denn das sind mir schon wieder viel zu viele irrelevante Aufträge in den letzten Parts gewesen. Ich will Geschichte haben. Habt einen guten Appetit, was? Gut so. Haut ordentlich rein und tankt Kraft, dann fällt euch die Arbeit umso leichter. Du hast recht, danke, Flapterix.
Wir werden uns anstrengen. Übrigens, Flapterix, ich sehe dich irgendwie nie auf dem Stadtplatz oder sonst wo. Wo forschst du denn normalerweise? Jenseits der Meere. Jenseits der Meere? Des Meeres? Genau. Ich kann nur leider nicht fliegen und muss das Meer immer auf Lapras überqueren. Auf Lapras? Ja, auf Lapras. Von Lapras Interkontinental. Mein Gott, so schwer ist das Wort nicht. Lapras liegt hier am Hafen ab. Habt ihr Lust, mich zu begleiten? Aber, oh ja, aber dürfen wir das denn? Das müsst ihr sogar. Immer besteht eure Aufgabe daran, eine Weltkarte zu erstellen. Je früher ihr mitkommt, desto besser. Wow, wir werden das Meer überqueren. Ich bin ja so aufgeregt. Vielen Dank, Flapterix. Wir sind definitiv mit an Bord. Mit an Bord. B-O-R-T natürlich geschrieben, Leute. Dann schlage ich vor, wir starten gleich morgen einen ersten Versuch. Ein Grund mehr, heute so richtig reinzuhauen. Los, lang tüchtig zu. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Nom, 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 nom. Möchtest du speichern? Ja, ich möchte speichern. Wie dunkel ist auf einmal geworden. Ich muss gleich mal... Vergiss nicht, ab und zu eine Pause anzulegen. Bald. Kapitel 13. Auf zu neuen Ufern. Alle mit an Bord. Genau das, Leute. Genau das meine ich. Am nächsten Morgen. Na, ja, wieder alles geben. Blopp. Man kennt es. So, ich hoffe, wir dürfen jetzt... Ja, Flapterix bleibt hier. Gut, dann kannst du losgehen auf zum Hafen. Ja, aber queren wir das mal mit Lapras Interkontinental. Auf Lapras fertig, los! Genau das. So, Flapterix, wie cool rennt Flapterix denn bitte? Sehe ich gerade. Was ist ein Geradax? Dich wollte ich nicht anquatschen. Hm, der Hafen? Geht einfach immer geradeaus und schon seid ihr da. Immer schnurstracks geradeaus. Ja, das Geradax immer, das ist gerade Geradax sagt das natürlich nicht so. Das ist gerade Geradax, das ja. Versteht ja, weil Geradax nur gerade läuft. Passt ja wie die Faust aufs Auge, Leute. So, eine Sinelbeere, noch eine Sinelbeere. Ja, das ist natürlich ganz viele Samen. Aber, ich habe vergessen, mir Flammenwurf beizubringen. Aber, wobei, ich bin mir gar nicht mit mir selbst rumgelaufen, also. Also passt es schon, aber ich möchte wieder ein paar Belebersamen mitnehmen. Nur vorsichtshalber. Es gibt gar nicht mehr so viele, sehe ich gerade. Zwei Mini-Belebersamen. Bitte, danke. Pearl, yay, ihr habt die Stimme erkannt. Sehr schön. Das freut mich. Okay, dann wollen wir mal über das Meer. Hallo, na? Einen wunderschönen Tag, Flapterix. Machst du einen Ausflug mit den Kindern? Dafür habt ihr euch genau das richtige Wetter ausgesucht. Nein, leider machen wir keinen Ausflug. Heute ist ein ganz normaler Arbeitstag. Aber die Arbeit macht doch Spaß. Zumindest ich liebe die Arbeit. So, du warst Kinderarbeiten auch? Lapras aus von wegen so, soll ich das Jugendamt einschalten? Ja, wir sind auch beim Forscherteam. Tatsächlich? Und ich dachte immer, Kinder könnten keine Mitglieder des Forscherteams werden. Frag mich nicht wieso, aber der Teamleiter hat sich bei den beiden eine Ausnahme gemacht. Verstehe, dann hat alles seine Ordnung. Alles klar. Wenn ihr jetzt fürs Forscherteam arbeitet, ist es natürlich was anderes. Ihr braucht dann eigentlich keinen Erwachsenen an eurer Seite. Steigt einfach auf, ich bringe euch gerne an euren Zielort. Wirklich? Danke, Lapras. Ich komme auch mit. Ist heute schließlich euer erstes Mal. Aber zunächst brauchen wir ein paar Pässe. Pässe? Um das Meer zu überqueren, benötigt man einen Pass. Sobald man einen Pass gekauft hat, kann man ihn unbegrenzt oft benutzen. Lapras-Pässe bekommt man in Kecleons Laden hier in der Stadt. Aber die kosten bestimmt P-Geld, oder? Also P-Geld ist ein Problem. Naja, warum lasst ihr euch die Pässe nicht einfach von eurem erwachsenen Aufpasser kaufen? Was? Ich soll zahlen? Meinetwegen. Das, der hatte lange Leitung gehabt. Der guckt das so. What? Wäre ich aber auch sauer. In diesem Sinne, verkauf uns deine billigsten Pässe. Wohin es geht, spielt keine Rolle. Ist mir ein Vergnügen. Yay, Flapterix hat sein letztes P-Geld für Lapras Pässe ausgegeben. Tausend Dank, Flapterix.
Doch ich habe so nackten Flapdrinks. Spendable Kunden wird stets gern gesehen. Schön. Großartig. Wie ich sehe, habt ihr euch Pässe besorgt? Dann kommt mal an Bord. An Bord! Hurra, wir überqueren endlich das Meer! Na, oh, schön. Oh. Ich schaffe es nicht, Latios. Ich kann nicht. Halte durch, Latias. Sonst erwischen sie uns. Halte durch und flieg weiter. Wir müssen zum Zeitreisesee. Celebi, oder was? Möchtest du den bisherigen Spielstand speichern? Oh yeah, Leute. Aber wir beenden den heutigen Part erstmal. Das war's mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Bis dahin, Leute. Ciao.